Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wir sind jetzt in der Leon-Story, wie ich letztes Mal versprochen habe. Und wir fangen natürlich an mit Leon, weil ich auf Helena keinen Bock habe. Und gucken uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Ich stelle jetzt auch Korb-Einstellungen. Ach so ist das. Aha. Ich stelle jetzt aber alles mal hier auf Offline. Unbegrenzte Munition? Bescheuert? Nee. Wollen das schon wenigstens richtig spielen? Und dann go, würde ich sagen. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Alle Nationen zusammen, wir tragen die Konsequenzen an die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wäre Zeit, wenn wir überhaupt eine Chance. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Das ist alles meine Schuld. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Ich habe den Präsidenten erschossen. Phoebe war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hatte eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Ja, so ist das. Natürlich, wie könnte es auch anders sein in einem Horrorspiel? Welchen Ort müssen wir ansteuern? Eine Schule. Natürlich. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Aua. Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Wenn ich es nicht in der Kathedrale erzähle, glauben Sie mir nicht. Ja, den Spruch kenne ich auch, es ist kompliziert. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Und vergessen Sie kein Detail. So, wir gucken uns erstmal um, ob wir vielleicht noch ein bisschen Munition graben können. Ich weiß nicht, ob diese Typen aufstehen. Ich habe mir das letzte Mal hier nicht umgeguckt. Was hast du gesagt? Huch! Nö. Blockiert er mir den Weg. Wasch ein Wiegscher. Kannst du nicht mehr rennen? Wer ist das denn? Wahrscheinlich irgend so ein alter Präsidentensack. Wir gucken uns mal ein bisschen um.
Kein Strom. Das ist schlecht. Ich hoffe, das Projekt kommt bei euch gut an, weil ich habe da nämlich wirklich Spaß dran. Es macht einfach Spaß, diesem Spiel zuzusehen. Ich werde auch wohl immer mal wieder ein paar Freunde einladen. Wie ihr das halt von mir gewohnt seid, aber ich denke, in erster Linie werde ich das zum Großteil alleine spielen. Es sei denn, ich halte das nervlich nicht mehr aus. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Nicht auf den Arsch. Hey, Party. Gleich finden wir noch ein bisschen alt. Sollte der Empfang stattfinden. Sollte. Jetzt wäre gerade das Dinner serviert worden. Ob es Überlebende gibt? Die Passage ist so nervig, da kann ich einfach nur immer wieder mal die Klappe halten und immer wieder langsam laufen, da er nicht, noch nicht rennen will. Sich alles wiederholt. Ja, da hast du. Nur, dass das Spiel sehr ungeil ist, mein Freund. Aber mit mir unterhältst du dich natürlich nicht. Nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Dann war's dann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Was war das? Finden wir es heraus. Wäre ich auch für. Hey, jetzt können wir jungeln. Yay. Können wir noch ein bisschen alt? Nö, natürlich nicht. Na komm. Dann hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir durch. Stuhl! So. Njam, njam. So, dann gucken wir mal schnell. Wo haben wir denn den Typen? Bald kommt auch das neue Resident Evil Revelations raus. Huch. Oh, paranormal aktiv. Fleisch! Essen! Oh, gib mir mal von der Torte! Der Cake ist kein Lie, aber ich komme da nicht dran. Kannst du dich einmal an dich denken oder an mich, Leon? Oh, wer schmeißt denn den Müll um? Ach, kommt schon. Berühr die Tür. Mach so, wie ich liebe. Halt! Nicht schießen! Alles okay? Der Nebel. Was? Nebel. Wie aus dem Nichts. Riz! Warten Sie. Lassen Sie mich! Das ist zu gefährlich. Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, verstanden. Sie können ihr nur helfen, wenn Sie leise sind. Haben Sie kapiert? Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Ja, was muss, das muss. Wenigstens ist er ein Edelmann. Dann lauf, Opi. Ach, jetzt kann ich wieder nicht sprinten. Ich kann dich doch sehen. Soll ich dir mal in den Arsch schießen? Ah, jetzt kann ich wieder. Yay. Ah, wir sind doch... Wir beschützen sie doch. Jetzt kommen. Stellen sie sich nicht so pussyhaft an. Wow, Alter, fick die Hände. Das ist die Scheiße. Sie haben Angst. So, den kann ich nicht abballern. Ich habe gar keine Munition, sehe ich gerade. Huch, ich habe doch Munition. Wer hat das Licht ausgemacht? Ja, vom Schuss erschrocken. Aufpassen. Alter. Es hat schon eine geile Atmosphäre, das muss man sagen. Habe ich eine Leuchte am Kopf? Ich habe eine Leuchte am Kopf. Wie bescheuert sieht das denn aus, bitte? Oh, ich finde das Spiel geil. Ich hoffe, dass die anderen Storys genauso gut sind. Spoilert mich bitte nicht in den Kommentaren, okay? Da suche ich mir mal ein Blind-Projekt aus. Dann kommt Sora. Feuer. Was ist los, Typi? Wir müssen sie finden. Werden wir. Schon klar. Wir suchen sie ja. Ich
weiß nicht, wann die ersten Zombies hier wieder auftauchen. Ich habe keine Ahnung. Kann der Typi das nicht aufschließen? Komm, tu mal was Sinnvolles. Ja, das sind Stühle. Nicht hinsetzen. Och, leck mich doch am Arsch. Antworte mir. Hier ist Daddy, Liz. Alter, ich verpasse dir gleich so eine Kugel zwischen den Kopf, ne? Da kannst du dir mal einen drauf lassen. Wegen dir darf ich nicht sprinten, wenn du sabbelst. Wie gibt's Zeit, hier noch irgendwo? Noch bleibt, bis diese Leichen auferstehen. 5 Tage bestimmt. Draußen feiern sie eine Party. Nom, nom, nom. Ach, jetzt ist die... Ach, pff. Jetzt ist die Türe natürlich offen. Na komm, mach die Tür auf. Mach doch die Tür auf, du Hund. Ja, ich will da durch. Alter. Okay. Hör auf mit den Dauerorgasmen. Ich hab ein ganz mieses... Hörst du jetzt mal auf zu sabbeln? Ich hab ein ganz mieses Gefühl bei dem Typen. Wir müssen den Aufzug wieder in Gang setzen. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Danke. Alles also, klar. Finden wir Liz und verschwinden bis mal von hier. Wenigstens bist du für irgendetwas zu nütze. Liz, bist du das? Nein, das bin ich. Ich bin der sabbelt. Ich fühle mich auch sehr allein. Hulk! Ach, Menno. Ja, das Spiel ist anfangs noch ein bisschen... Wow. Ein bisschen, fade, sage ich mal. Aber es geht... Ab einem gewissen Punkt geht er dann richtig los. So von null auf nix. Hey, hier ein Klavier. Vorsicht. Ich will da nicht rein. Berühr die Tür. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt was. Ah, fick doch die Hähne! Oh. Boah, fick dich, du Luder. Mach das nie wieder! Ja, ich weiß auch nicht mehr alles. Das ist schon lange her. Sie warten zu Hause auf uns. Alter. Lauf. Lauf. Alter, das sieht bei den beiden nicht gut aus. Ich will nicht mit denen in den Aufzug gehen. Ich weiß. Beziehungsweise, ich meine, da ist noch was Blödes. Unterirdische Parkgarage. Ich weiß so nicht, wann es passiert. Hoffentlich funktioniert er noch. Ich behalte deinen Arsch genau im Auge. Hotpants. Njam, njam, njam. Könnt ihr nicht ein bisschen schneller humpeln? Ich habe keine Zeit. Ich bin auf 20 Minuten begrenzt, meine Freunde. Shaken, dancen, shaken. Yay. So. Ach. Oh, kommt schon. Ich meine auch irgendwie die Waffe zu 2 Waffen wechseln zu können, wie ihr da unten rechts auf dem Bildschirm kennt. Beweg dich doch. Sieht zwar alles... Willst du denn jetzt von mir? Räumen wir das aus dem Weg. Ah. Gerade einen auf Bob der Baumeister gemacht und jetzt kann er nicht mehr. Och, ich brauche doch nicht für alles ihre Hilfe. Wie gut, dass sie hier waren. Ja. Na komm. Na komm. Auf du, Pau. Ich will da nicht rein.
Die sieht schon nicht mehr so gut aus, die Tante. Ich glaube, so jeder weiß, was passiert. Oh oh. Alles wird gut, Lissy. Du kommst wieder in Ordnung. Glaube ich nicht. Wir sind fast da. Liz. Die kommt gleich wieder, mein Freund. Keine Sorge. Keine Scheiße. Nein. Der Strom. Ich will nicht mehr. Ist so dunkel. Oh oh. Nicht gut. Oh mein Gott. Oh. Sie ist schon tot. Schieß sie. Schieß doch, du Sau. Aua. Bin kein Steak. Hau ab. Down. Headshot. Was mit Papi? Steht der auch nochmal auf? Ich will nicht. Müssen sie aber. Entweder sie oder wir. Und sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Warum nicht? Der Papa ist jetzt einfach so umgekippt, oder was? Ich glaube, wir sind hier drin nicht allein. Na, hier liegen ja auch zwei andere. Oh. Halten Sie sie auf! Ah! Wow. Sauber! Na komm, dann gib's ja auch mit Kick hier. Oh. Ja, du bist auch noch ganz knusper im Kopf, oder? Hallo hier. Lass mich in Ruhe. Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Ich denke auch. Nur, dass ich euch steuere. Und ich die Kacke am Dampfen hab. Okay. Ja, wo bleibt sie denn? 7 Meter, 6 Meter, 4, 5. Ja, komm. Oh, dreht euch mal um. Umdrehen. Umdrehen. Ja, dann nicht. Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Oh, das sieht aber falsch aus. Sie haben recht. Verschwinden wir von hier. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Yo! So, dann gucken wir nochmal eben nach Munition. Ach, tatsächlich haben wir sogar noch welche. Bin ich gut oder was? So. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich auch den Part hier. Da dürften jetzt auch knapp 20 Minuten sein. Weil mir da gerade noch so ist. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hauen Sie rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal und ciao.